hallo, Harald Tisch ist mein Name. Heute freue ich mich besonders hier zu sein, weil heute sind wir in Atmang Buchheim mit unserer E-Hybrid-Lok. Das ist eine umgebaute 1063, die die Eigenschaft hat, dass sie auch emissionsfrei im nicht überspannten Bereich fahren kann. Und genau das wollen wir heute testen. Diese Lokomotive ist die erste Lokomotive, die auch mit Brennstoffzellentechnologie fahren kann, sprich wo mit einem Wasserstofftank über eine Brennstoffzelle der Wasserstoff in elektrische Energie umgewandelt wird und somit speist sie die Batterien, die im oberleitungsfreien Betrieb die Traktionsleistung zur Verfügung stehen. Das heißt, Emission, die entsteht, ist rein nur Wasser. Brauchen wir so eine Lokomotive? Also grundsätzlich ist die ÖBB jetzt schon sehr klimafreundlich unterwegs. Man sieht überall Oberleitungen. Wir haben, wenn man von Elektromobilität spricht, sollte man eigentlich nicht an ein Elektroauto, sondern an eine Lok denken. Aber es gibt nach wie vor Strecken, die sind nicht elektrifiziert. Und da ist so eine Lokomotive genau der Missing Link, damit wir 100% CO2-frei auch in die Zukunft fahren können.